Hallo zusammen, hier ist wieder Heutela und ich bin für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht's mal wieder um den Great Vault und dazu war ich ja schon ein bisschen fleißiger als die letzten Wochen. Ich habe wieder ein bisschen im Plus mit meinem Main gemacht und tatsächlich mit meinem Hordenschar haben wir wieder ein bisschen RBG gemacht und ich würde sagen, bei den zwei Charakteren schauen wir mal rein, was wir drin haben. Jetzt gucke ich mal, was stelle ich ein. Lassen wir mal Wildheit. Vielleicht kriege ich ein DPS-Trinket, was halbwegs was taugt. Und ja, ich brauche, was auch cool wäre, abseits vom Gear, was drin ist, was ich tatsächlich brauchen kann. Ich bin jetzt so, ja, 413, 415 gegeert, je nachdem. Und zwar könnte ich tatsächlich auch noch ein, zwei T-Mog-Sachen brauchen. Ich kann euch das mal zeigen. Ich habe mir jetzt über PvP das Normal-Set mal über einen Katalysator zusammengebastelt. Und über hier die, ja, M-Plus-Sachen habe ich mir einiges von dem Mythic-Set geholt. Heißt, einen Umhang oder Schuhe, wenn die jetzt noch halbwegs hoch drin wären, dann könnte ich mir die über den Katalysator umwandeln, selbst wenn die jetzt fürs Gieren nicht interessant wären, einfach um da das Set vollzukriegen. Gut, genug des Vorgeplänkels, ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein und ziehen wieder zwei Zonk-Ringe oder so raus und gucken mal. Ohne Scheiß, diese Kackringe. Den habe ich jetzt dreimal hintereinander gehabt. Diesen Kackring. Also, den habe ich letztes weggehauen. Und gut, jetzt habe ich hier 20er Keys gemacht. Heißt, die sind jetzt auf 421. Was ja vom Item-Level schon besser ist. Was haben wir hier? Einen Gürtel. Der ist halt auch leider ein bisschen RIP. Wobei. Gut, ich sage mal so. Bin schon fast am Überlegen, ob ich einen. Warte mal, was hat mir noch gefehlt? Ah, Füße, ne? Aber das Ding habe ich auch vom T-Mog noch nicht. Es ist halt nicht gut, ich brauche halt Versa und Versa Tempo, Versa Mastery. Das wären halt die Dings. Crit ist halt mein schlechter Stat. Aber ich habe halt eh schon ein Item an mit Crit Mastery und ob ich jetzt Crit Tempo habe, ist jetzt eigentlich ehrlich gesagt nicht viel um. Ich glaube, das Ding nehme ich einfach scheiß drauf. Ich habe jetzt schon überlegt, ob ich die Splitter nehme. Es hat drei mehr Item-Level. Hat zwar auch kein Verse, aber ich glaube, das ist besser tatsächlich. Und ich kriege noch einen T-Mog. Zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Schauen wir mal, was wir für einen tollen Key rauskriegen. Ich hoffe, irgendwas, was ich noch brauchen kann. Und dann schauen wir mal. So, oh, ich habe aber irgendein. Ach, ich habe das Dungeon Set dadurch vollgekriegt. Ah, deswegen habe ich es noch gebraucht. Ja, gut. Hat sich das auch rentiert. Seht ihr, die anderen habe ich schon. World Set habe ich noch nicht oder Voltbeute. Mal gucken, wo ich das letzte Item hier noch herkriege. Gut, nichtsdestotrotz haben wir das zumindest. Legen wir es mal an. Wird vom Item Level wahrscheinlich jetzt nicht viel ausmachen. Aber zumindest mal ein 421er Item. Und ja, komm, das speichern wir gleich mal ab. Also, es war jetzt nicht ein gutes Upgrade, ne? Waffe wäre halt irgendwie cool gewesen mit Versa oder irgendwas oder die Stiefel. Aber zumindest besser als nichts. So, ich bin jetzt echt am Überlegen, was ich aber machen könnte, dass ich die Stiefel, die ich hier habe. Genau, die habe ich schon in den Katalysator mal geschmissen, oder? Ja. Und wenn ich die jetzt mit Punkten upgrade. Ich muss mal gucken, ob ich noch genug habe. Dann müssten die zumindest auf Mythic. Dann müsste ich das Mythic-Thema kriegen. Ich habe jetzt extra das mal noch nicht gemacht, weil ich mir nicht ganz sicher war. Nicht, dass ich jetzt quasi noch hohe Stiefel aus dem Katalysator kriege, die ich eventuell nicht brauche. Mit den falschen Stats, wisst ihr? Dass wir die hier nehmen können. Aber wenn ich jetzt das hier upgrade. Ah, ich habe keine Punkte mehr. Okay, ja, gut, never mind. Muss ich die Woche dann noch was farmen? Okay, da hatte ich mich anscheinend ein bisschen verschätzt. Gut, dann können wir das leider doch nicht machen. Dann würde ich sagen, switche ich mal einmal auf meinen Hordenschar noch rüber und dann gucken wir mal, was wir mit dem noch so rausziehen. Wo haben wir den? Da haben wir den. So, mit dem war ich ein bisschen im RBG unterwegs und wenn es gut läuft, haben wir da irgendwas drin, was wir vielleicht noch brauchen können. Also das haben wir, einen Kopf, den habe ich tatsächlich noch nicht set und ich bin am Überlegen, ob ich switchen soll, quasi, von dem Item, was ich mir gecraftet habe, ne? Hier habe ich mir so ein Item gecraftet mit einem, ja, mit einem zusätzlichen Effekt drauf. Kann man machen, aber ich
bin am überlegen, ob ich mir lieber einen Ring crafte, der noch einen Proc hat und das hier switche. Also wäre der Kopf schon mal ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Dann gut, Brust ist eigentlich egal, weil ich habe das gleiche Teil hier. Aber halt auf Z umgewandelt. Und Hände ist halt dasselbe, ne? Das habe ich halt auf Z umgewandelt. Gut, ich könnte natürlich jetzt, wenn ich mir den Kopf hole, ne, müsste ich ein anderes Teil halt austauschen, wahrscheinlich die Brust. Aber es bleibt sich halt gleich. Das Ding halt ist halt direkt schon Set-Item, heißt, ich müsste mit dem Katalysator nicht ändern. Ja, ich denke mal, das ist die beste Wahl. Die Brust kann ich mir immer dann ganz normal kaufen, weil ich habe, glaube ich, auch keine Katalysator-Charges mehr. Weil ich dementsprechend ja alle ausgegeben habe, ne, um hier das Normal-Set voll zu kriegen, habe ich die ganzen Dinger umgewandelt. Gut, dann hätten wir zumindest den Kopf und dann muss ich mal schauen. Kann ich mir ja dementsprechend... Von dem Chaos habe ich noch genug. Ja, ich könnte mir einen Ring craften lassen und dementsprechend dann den Kopf anziehen. Aber das muss ich mal noch schauen. Da bräuchte ich wahrscheinlich vorher erstmal noch so Upgrade-Items, sonst ist er halt so arg low, ne? Das ist natürlich dann auch nichts. Juti, das war's eigentlich mit dem kleinen Opening-Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Opening-Video wieder. Euer Tela. Bis dahin. Ciao.